Hallo und willkommen bei einem neuen Video. Heute habe ich mir vorgenommen, wie schon angekündigt im letzten Video, etwas für Cosplay zu basteln. Und zwar ist es... Und zwar werden es Hörner sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wozu ich die benutzen werde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Ideen habt. Ich werde verschiedene Hörner machen. Eins wahrscheinlich mit Pappmaché und... Mit Pappmaché und Alufolie. Eventuell auch ein bisschen Draht. Ich weiß nicht, wie das Ganze halten wird. Ja, und das andere wird aus... Wie hieß es nochmal? Styrodur? Styrodur. Styrodur. Styro. Und das andere wird aus Styrodur. Ja, und ich nehme euch dann dazu mal mit. Ja, viel Spaß dabei. Okay, also dann fange ich jetzt mit dem ersten paar Hörner an. Und ich mache mir zuerst eine Liste, wie ich das Ganze mache. Das muss ich mir noch überlegen. Planlos geht der Plan los. Mal nebenbei. Eine Freundin von mir meinte auch, ich soll mir einen Namen zulegen, damit man mich auch ansprechen kann. Habt ihr irgendeine Idee? Ich will nicht Creativeversum heißen. Das klingt schon ein bisschen bescheuert als Name. Meinen echten Namen würde ich lieber nicht nehmen. Ist halt einmal privat und so, aber Datenschutz und der ganze Kram. So einzelne Buchstaben wären eigentlich ganz lustig, so als Abkürzung. Wisst ihr was? Dann bin ich für euch jetzt einfach Lin. So. Y und Doppel-N. Warum wollte ich mit Doppel-I sagen? So, das ist jetzt unser Horn.
Einhorn-Alufolien-Geknäuel. Das eine Ende ist ein bisschen abgegangen, deswegen habe ich es mit einem weißen Klebeband immer festgemacht. Das hier ist der Draht, den ich benutzen werde. So. Ich habe keine Ahnung, wie dick der ist. Ich weiß nicht, ich glaube, dünnerer Draht wäre auch einfacher. Kann sein, dass man den hier auch mit einer Zange tatsächlich benutzen muss. Das werde ich hier jetzt einfach mal so längs immer Draht dran machen. Dann werde ich den Draht ein bisschen mit Klebeband verkleben. Ich probiere erstmal das Teil zu biegen. Danach werde ich den Draht einmal da entlang biegen. Anschließend muss ich einfach mal gucken, ob ich die Vorlage dann noch rausgezogen bekomme aus dem Draht. Wenn nicht, lasse ich es einfach drin. So. Und dass ich dann anfange mit meinem Pappmaché-Gematsche. Yay! Nicht! Das muss ich dann alles wieder sauber machen. Dass der Ton jetzt besser ist. Ich persönlich finde, es ist viel besser als vorher. Es rauscht nicht mehr so viel. Das kann ich ja mal kurz ein Foto einblenden. Ja, ich bin noch ein bisschen am struggeln, welche Helligkeit das Teil haben soll. Ja, ich hoffe, das wird jetzt besser. Der ganze Ton und allem. Einmal kurz zwischendurch, es gibt eine kleine Planänderung, was die ersten Hörner angeht. Und zwar habe ich noch ein wenig Modelliermasse gefunden,
und dann dachte ich mir, man kann die doch bestimmt dafür benutzen. Eigentlich wollte ich ja, wie heißt das nochmal? Moosgummi? Genau. Eigentlich wollte ich ja Moosgummi außenrum machen. Ich mache das Ganze jetzt mit Modelliermasse. Dann kann ich nämlich auch diese Wellenstruktur reinmachen. Ich habe vorher noch nie modelliert. Mal sehen, wie das wird. Ja, ich habe sie endlich fertig. Das hat richtig lang gedauert. Also, sind aber verhältnismäßig gut geworden. Bis auf die Alufolie da unten, aber das sieht man dann ja am Ende nicht mehr, weil man es auf ein Haarreif klebt. Ich kann sie ja mal so aufprobieren. Hat auch gut funktioniert mit der goldenen Acrylfarbe. Wenn man dann nur leicht mit dem Pinsel rübergegangen ist, gab das so eine schöne Hornstruktur.
weil das Ganze so viel Zeit in Anspruch nimmt, mache ich aus den zwei Hörnerpaaren jetzt zwei Folgen. Da müsst ihr auch nicht so lange warten, weil ich habe schon parallel mit dem anderen Hörnerpaar angefangen. Dann dauert das nicht mehr so lange, bis das nächste Video rauskommt. Das wird dann vermutlich nächste Woche sein. Und ja, das war's dann auch schon mit meinem Video. Danke an alle, die diesen Kanal unterstützen. Lasst auch gerne einen Kommentar und ein Abo da. Ja, und ich freue mich dann aufs nächste Mal mit der nächsten Folge mit dem nächsten Hörnerpaar. Tschüss!